Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir sitzen hier gerade auf dem Balkon beim Frühstück. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was es bei uns im Urlaub so gibt. Wir haben uns alleine Frühstück gemacht, weil wir hatten hier einen Großeinkauf. Und heute Morgen esse ich das einzige Schwarzbrot, was ich in dem riesenlangen Regal überhaupt gefunden habe. Ansonsten kennt ihr das ja. Der Toast ist auch kein richtiger Toast, den kann man so zusammendrücken auf irgendwie Zentimeter, glaube ich. Also auf jeden Fall esse ich das Schwarzbrot hier. Das habe ich gefunden im Supermarkt, im Publix, wer jetzt mal in Amerika ist oder so. Auf jeden Fall, das gibt es da von Hubschlager. Ganz normales Schwarzbrot. Und darauf habe ich mir fettfreien, hier seht ihr das, Philadelphia gemacht, weil die Amerikaner haben ja keinen Magerquark. Und deswegen habe ich es jetzt mal mit Philadelphia versucht, habe mir ein bisschen Salz drauf gemacht, finde ich immer ganz lecker. Und auf der anderen Seite gibt es nachher Scheiblettenkäse und wie ihr seht, klein gestückelten Käse. Das ist einmal der hier. Das ist ebenfalls fettfreier Käse und ich glaube, so ein Slice hat 2 Gramm Carbs. Ja, das war's. Und 4 Gramm Protein. Und dann habe ich mir auf der anderen Seite, mache ich mir hier den fettfreien, Cheddar-Käse drauf gemacht. Da haben 28 Gramm, also knapp 30 Gramm, 40 Kalorien, 0 Gramm Fett und nur 1 Gramm Carbs. So, das kommt auf meine zweite Stullenseite rauf. Und dazu gibt es noch einen riesen Bottich an Apfelmus. Und das ist der hier. Das ist der ungesüßte, also zusätzlich zum Fruchtzucker vom Apfel natürlich, aber nicht weiter gesüßte Apfelmus. Den finde ich sehr, sehr lecker. Und ja, hat wirklich kein Süßungsmittel. Und dann gibt es dazu heute mal Himbeer-Eistee mit nur wie viel? Kalorien hat der? 5 Kalorien pro Flasche. Und in so einer Flasche sind 473 Milliliter. Das gibt es jetzt zum Frühstück. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ihr findet vielleicht auch mal was in Amerika im Supermarkt von den Sachen, die ich hier gerade gefunden habe. Guten Appetit! Ich habe euch hier ja gerade das Schwarzbrot angepriesen. Das ist außer wie das aus Deutschland. Es schmeckt wie ein Brett. Ich weiß auch nicht. Also es schmeckt total zusammengepresst und irgendwie nach gar nichts. Ich weiß auch nicht. Zum Glück haben wir noch Bagel im Schrank und einmal hier haben wir die Whole Wheat Bagels und dann habe ich noch Honey Wheat Bagels, weil ich gerade irgendwie mal die Werte verglichen habe und die sind nicht sehr unterschiedlich, obwohl ich gedacht hätte, das hier ist viel gesünder. Julian, was möchtest du dazu sagen? Gesund? Ungesund? Gesund hat da nichts mit der Höhe der Kohlenhydrate oder sonst der Werte im Nee, aber ich habe den Fett, ich dachte, hier ist viel mehr Fett drin, weißt du? Warum? Dachte ich. Warum einfach nicht? Ja. Nö, Vollkorn hat halt den Vorteil, soll den Vorteil haben, langsam verdaulich zu sein und halt mehr Nährstoffe zu bieten. Ob das im Endeffekt so ist, wird wieder gestritten. Die FFT-Makros-Fraktion würde sagen, solange die Werte gleich sind, ist es wurscht, was du von den beiden Sachen isst. Also es, ja, laut der FFT-Makros, was du willst. Ich sage immer, Vollkorn ist immer noch besser, denn seit Jahrzehnten wird nun mal, ja, es hat Vollkorn Vorteile für die Menschen gebracht. Gut, dann überlege ich mir gleich. Aber es ist beides Gluten, darum würde ich einfach beides wegschmeißen. Und dann habe ich hier in der Schale, jetzt habe ich leider die Verpackung, ist mir, oder das Glas ist mir runtergefallen, deswegen gibt es nur noch den Inhalt. Das ist Marmelade, zuckerfreie. Sieht ein bisschen mehr aus wie Gelee als Marmelade. Irgendwie sah das stückriger aus im Glas. Ich probiere es einfach mal und sage euch danach, wie es geschmeckt hat. Bis gleich. So, ich habe für mich den gesunden Kompromiss gefunden. Ich habe einfach beide Bagelpackungen aufgemacht und von jedem der beiden eins genommen. Und auf den Whole Wheat Bagel habe ich jetzt den fettfreien Philadelphia geschmiert. Und auf den Honey Wheat, weiß ich nicht was, Bagel habe ich jetzt die Marmelade mal geschmiert. Marmelade. Und ich wollte mal kosten, die zuckerfreie. Kann man essen, ist nicht schlimm, ist sehr süß, sehr Chemo, also nicht wie Marmelade, aber halt ein bisschen der Erdbeergeschmack. Ja, kann man machen, ist aber kein Geschmackserlebnis. Hm.